Meine Damen und Herren, 80 Jahre ist es her, seit die drei Künstler Paul Klee, August Macke und Louis Mollier zu einer Reise nach Tunesien aufbrachen. Sie hatten damals große Schwierigkeiten. Alle drei wurden sehr seekrank und sie kamen halbtot in Tunis, im Hafen von Tunis an. Uns ging es da viel besser. Wir kamen mit einer Boeing durch die Lüfte. Es war schönstes Wetter und unsere Gesundheit trübte gar nichts. Es ist frühestes Frühjahr, März, Anfang März. Die Luft bläst kühl, aber die Sonne macht alles warm. Es ist angenehm, es hat um die 17, 18 Grad und man kann sich gut hier aufhalten. Ja, was wollen wir denn hier um diese Jahreszeit? Das ist ganz einfach. Wir sind mit einem Bridge- und Golfclub hier. Das sagt alles. Und das ist unser Hotel, das heißt Le Manard. Es liegt direkt am Strand und dort grasen ab und zu Dromedare, das sind keine Kamele. Hier am Strand ist natürlich noch nicht viel los, denn die Sonnenanbeter lieben es heißer. Aber um Golfbälle in den Himmel zu schießen, dafür ist die Jahreszeit fantastisch. Ja, und das ist die Anlage. Das ist das eigentliche Haupthotel, sieht aus wie ein arabischer Kasbah, hübsch anzusehen, mit einem gepflegten Garten und Swimmingpool. Liebe Golffreunde, das hier ist das Golfgebiet von Hammamet. Dieser Golfclub heißt Citrus und besitzt eine Anlage mit 45 Löchern. Dies ist der Fairway Nummer 1 vom Platz Oliviers. Das ist der einfachere der drei Golfplätze. Die Fairways machen einen etwas braunen Eindruck, das sind sie aber nicht. Das kommt von dem exotischen Gras, das man hier verwendet. Das ist chlorophyllarm und gibt diesen bräunlichen Eindruck. Oliviers ist der einfachere Platz. Bitte? Oliviers ist der einfache? Entfernen Sie das. Ich stehe jetzt am Starterhaus vom Citrus Golf Club. Und hier unten sitzt Marcel. Marcel, er ist der Starter vom Dienst heute und er kennt sich aus. Marcel, ja? Der Le Oliviers, ist der einfache Platz hier? Nee, jetzt, das ist der zweite Platz. Aber er ist einfacher zu spielen als der Forte. Nicht verständlich klar jetzt. Verstehst mich nicht? Ja, nicht immer, aber ja. Sowieso. Deine Frage noch. Ja, ihr habt hier drei Golfplätze. Ja. Der eine heißt Forte, der andere heißt Oliviers. Ja. Und dann habt ihr noch einen Übungsplatz mit 9 Löchern. Ja, das ist Orange. Orange. Ja. Welcher von den dreien ist schwer zu spielen? Jetzt muss... Moment. Du fragst, wo ist es schwer? Ja. Schwerin. Das ist flach. Ist das Runde von Olivier alles flach? Alles flach? Und ja, die alten Männer muss spielen da. Also die alten Männer sollen Olivier spielen? Ja, und nächste Runde von Olivier auch ein bisschen hoch, aber auch leichter, nicht zu schwer. Nicht zu schwer. Und bei Forte, da ist alles schwer? Ja, Forte, das ist... Oh, Forte heißt er, ja. Ja, auf Deutsch vielleicht heißt Wolf. Ja. Wolf? Ja. Genau. Und das ist Wolf immer mit Busch.
und immer zu hoch und nach unten, nach oben, nach links. Mhm. Und Wasser auch liegt da, zwei Platz in Nummer 8 und Nummer 17. Ja. Green. Und wieso? So schwer, das ist Fairwind ein bisschen nicht zu weit, nicht kleine, nicht zu leicht. Okay, ja, ich habe also den Foray schon gespielt. Ja. Ich finde ihn also sehr schön. Ja. Das Einzige, was also hässlich ist, sind die schiefen Fairways. Mhm. Und sehr hart. Man spielt also einen langen Ball dort hinein, meint, man hat ihn wunderschön in der Mitte platziert und wenn man den Ball dann sucht, ist er irgendwo nach links oder rechts weggesprungen. Ja. Das ist das, was da also passieren kann. Also du bist ein toller Starter und sprichst also wunderschön Deutsch. Oh, danke schön, vielen Dank. Ja, shukran. Shukran, auf Arabisch, das ist Sprache. Ja. Freunde, nach dem Golf bin ich jetzt im Kaspar von Hammamet. Hier wird verkauft und gehandwerkt wie in alten Tagen. Das sind die engen Gassen vom Kaspar in Hammamet. Ja. Vier bringt Glück hier. Und haben wir was soll der? Fatima, die ist mit Blumen und Fisch auch. Und der Fisch bringt Glück? Ja. Und das ist Fatima? Ja, ist Tochter mit Prophet Mohammed. Die Tochter vom Prophet Mohammed? Ja. Aha. Und wie nennt sich das Haus, das Hochzeitshaus? Nee, das sind von Heiliger Mann, arbeitet vom Moschee. Ach, das ist der Heilige Mann der Moschee? Ja. Und wir stehen hier am Hochzeitsplatz? Ja. Also Freunde, das hier ist der Hochzeitsplatz. Ja. Das ist das erste Mal hier. Und jetzt seid ihr, dass die Hochzeit gekleidet. Auch hier schon wird, Aufnahme. Haben Sie nicht gesehen? Moment, hier wird also die Straße gekehrt mit örtlicher Musik. Ja. Die arabische Musik spielt. Von Hochzeitmusik. Hochzeitsmusik. Ja. Und ihr seid auch, das gibt die Hochzeitkleider. 7 Hochzeitkleider. Haben Sie nicht gesehen? Nein. Von heiraten. Auch schöne Aufnahme. Ich habe jetzt die Medina, die Altstadt, verlassen und befinde mich außerhalb der Stadtmauer. Die Stadt liegt am Hafen. Hier ist das Mittelmeer. Männer sitzen herum. Es fällt sehr auf, dass die Männer wenig arbeiten und die Frauen sehr viel. Das ist eben islamisch. Hier liegt ein Ruderboot, malerisch. Überhaupt ist die Medina malerisch. Die Lampen wackeln im Wind, der Torbogen, der Blick auf den Hafen. Sehr schöne Blickwinkel für Fotografen sind hier zu finden.
Ein wunderschöner Käfer auf dem Weg zum Strand. Das ist das Mittelmeer im Norden von Tunesien. Und hier im Norden gibt es auch Korallenbänke. Vor uns im Meer liegt eine. Hier zieht sich der Strand bis auf den Berg hinauf. Dies ist nordtunesische Landschaft. Sie ist sehr mit der spanischen verwandt. Grün, üppig. Landwirtschaft wird hier betrieben. Es wächst alles, Getreide, Obst, Olivenbäume, Zitrusfrüchte, Wein, Korkeichen. Ja, man hat auch Mineralien, Zement wird gewonnen, Stahl, Erdöl gibt es ein bisschen. Kein unglückliches Land also. Der Esel ist uns zugelaufen. Er wollte ein bisschen verwöhnt werden. Und das haben wir auch getan. Ein Blick hinunter zur Küste. Noch vollkommen unberührt. Hier brandet das Mittelmeer. Kein Tourist stört es. Da kommt die Stadt Tabaka ins Blickfeld. Das ist die nördlichste Stadt in Tunesien. Eine alte Siedlung. 146 Jahre vor Christi waren schon die Römer hier. Und erst im 7. Jahrhundert kamen die Araber. Hier ist der Hafen zu sehen und auf dem Hügel liegt die Burg. Wir rasten hier im Hotel Les Mimosas. Es hat einen spanischen Namen. Es liegt auf einer Anhöhe. Und man hat den Blick über die Bucht. Dort entstehen neue Hotels für die Touristen mit Golfplatz. Auch ein eigener Flughafen ist schon im Bau. Unter Palmen lassen wir uns es gut gehen. Denn wir müssen schon bald weiter. Das Flugzeug nach Europa wartet. Hier sind wir im Zentrum von Tabaka und schon eilen wir auf die Autobahn in Richtung Tunis, wo unser Jet uns weiterbringt nach München. Es war schön bei den 6 Millionen freundlichen Tunesiern. Wir werden bald wiederkommen.